Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Humankind. Und wir werden uns weiter jetzt dem Epochenwechsel widmen. Wir müssen also davor noch zusehen, dass wir möglichst viele Amphitheater bauen und dort dann quasi auch die wissenschaftlichen Bonis rausziehen, denn die sind uns sehr, sehr wichtig. Wir sind nämlich bei 109 Forschung pro Runde. Das ist ein bisschen wenig, glaube ich. Dementsprechend werden wir gucken, dass wir schön viele Amphitheater noch mitbauen können. Wir werden auch hier gerade mal die Produktion switchen und wir werden nicht das Wunder zu Ende bauen, sondern wir bauen jetzt erstmal ein Amphitheater. Hier oben bietet sich das gerade an. Okay. Warum will er das hier machen? Weil wir hier schon mehrere Viertel haben. Also das, die religiösen und auch die Kunsthandwerksviertel geben natürlich auch den Bonus. Das heißt, rein theoretisch könnten wir hier eins hinbauen, ein Amphitheater. Also nochmal als Erinnerung, wir profitieren von jedem Viertel, was um das Amphitheater rumgebaut wird. Dementsprechend ist es eigentlich hier Blödsinn. Weil, klar, das Spiel sagt uns, wir haben momentan zwei Viertel, die uns diesen Bonus geben. Und das rechnet das Spiel hoch und sagt uns, okay, da macht Sinn. Aber in der Zukunft, wir können auf den Bergen keine Viertel errichten. Dementsprechend sollten wir die Amphitheater, wenn es möglich ist, nicht an Berge heranbauen. Denn hier zum Beispiel, bauen wir uns auch hier hin, haben wir die Möglichkeit, rundrum 5, beziehungsweise 6, ne? 3, 4, 5, 6, genau. 6 Viertel zu bauen, oder Bezirke. Hier hätten wir nur 4. Dementsprechend, wenn es geht, nicht an die Berge angliedern lassen. Okay, gut. Und zwar ist mir eben noch was aufgefallen, und zwar Algol. Hier vorne ist eine Stadtgrenze, eine durchgestrichelte. Das ist ein Außenposten nur. Das ist keine Stadt, hier sieht man es gerade auch ganz gut. Dementsprechend dürfen wir, ohne dass wir dafür sorgen, dass wir Krieg haben, da einmarschieren und den Außenposten plündern. Und danach werden wir unseren eigenen einsetzen und das als unser Bezirk quasi claimen und eingliedern. Was dann zur Verfolge hat, dass er 3 Städte hat. Und zwar hier oben Vasukani, hier Urkes oder Okes, keine Ahnung, und Knossos. Und hat jeweils keine Region dazwischen. Also er kann sich nicht helfen. Er müsste rein theoretisch immer durch unser Gebiet durch, wenn er sich irgendwie selber helfen will. Und die Städte, das kommt auch dazu, sind natürlich verdammt schwach, wenn die keine Regionen haben, die eingegliedert sind. Und dementsprechend haben die natürlich keine industriellen Bonusse, beziehungsweise sie beziehen halt nicht die Ressourcen aus den Regionen. Ich glaube, so ist es besser erklärt. Okay, gut, wir werden hier weiter unsere Armeen verschmelzen lassen, wieder zusammenlegen. Das ist okay, die laufen da hoch. Ne? Genau, das war, genau, da oben sollen sie hin. Passt. Und sobald diese hier genesen sind, werden wir auch den Außenposten angreifen. Bevölkerungszunahme in Mykene. Wir sind mittlerweile bei 10. Das ist gut. Umso schneller geht's. Hä, wieso produziert ihr nicht? Oh. Ups. Man muss natürlich auch das Amphitheater, wenn man das bauen möchte, auf Position 1 legen. Das war ein bisschen dämlich. Aber weiter geht's. So, jetzt gehen wir hier hin. So, jetzt dürfen wir es plündern. Folgende Reiche werden einen Groll gegen euch hegen. Hun und Maya. Okay, warum denn die Mayas? Weil die im Frieden sind, sind wir so nah an deren Gebiet dran. Die sind doch grün. Weil wir hier einen Außenposten wegnehmen, ist der Maya dann böse. Schon seltsam, ne? Ah. Naja gut, soll er böse sein? Vielleicht sucht er auch nur Gründe, uns anzugreifen. Er muss erstmal am Lilanen vorbei. Soll er versuchen. Kann uns erstmal wurscht sein. Und was mir gerade einfällt, und zwar, darüber haben wir gestern schon gesprochen, Mykene hat ja einen Ausgang an die offene Zone quasi. Also wenn wir jetzt irgendwann hier sagen wir mal, das wäre eine Region und keine Stadt. Wenn wir dort eine Region einnehmen wollen würden mit Mykene, könnten wir das tun. Wir könnten die angliedern. Mit Durkurigalzu können wir das nicht. Wir haben keinerlei Ausgang mehr zu irgendeinem offenen Gebiet. Dementsprechend werden wir dieses Gebiet hier oben, Atria, entschuldige, abtrennen von Mykene. Das machen wir mal direkt. So. Dieses Gebiet wird keine Ressourcen mehr für Mykene produzieren, genau. Außerdem ist eine erneute Angliederung kostenpflichtig, seid ihr sicher? Ja, sind wir. Denn wir wollen, dass es zur Durkurigalzu gehört. Also klicken wir auf Durkurigalzu drauf. Gliedern es an. Und ab jetzt haben wir mit jeder Stadt die Möglichkeit, Estos hier unten hin, Mykene nach links, also Westen, und Kurigalzu nach Norden, genau wie bei San Lorenzo auch, uns auszuweiten. Und können dementsprechend auch mehr in Durkurigalzu erforschen bzw. produzieren, weil wir natürlich eine Region mehr haben, die es kontrolliert. Okay, also sind so ein bisschen ausgeglichener quasi. Das ist ja dann der Hauptfokus, den ich ja gerade hatte. So, die ziehen sich weiter zurück. Wir müssen ja gucken, dass wir unser Reich auch verteidigt bekommen und nicht irgendwie überfallen werden. Deswegen werden die sich weiter nach oben bewidmen hier.
Hier so an die Grenze hier oben. Genau, da oben zum Außenposten laubt ihr mal hin. Ihr bleibt in Dur-Korrigal zu stehen. Und die werden sich gleich unten nach Mykene begeben. Dass wir überall gut versorgt sind. Ne? Dieses Spiel ab und zu, ne? So, okay. Wir haben übrigens jetzt 7 Sterne. Wir werden jetzt nicht rüber switchen in die nächste Epoche, weil wir noch überall 5 Runden brauchen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Wir werden danach noch mehr bauen. Also wir werden ein paar Runden noch brauchen. Hat einen Vorteil. Das hat einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil ist, der Schwarze zum Beispiel ist schon drüben. Der Orangene wird jetzt gleich rübergehen in die nächste Epoche. Und die nehmen uns natürlich Kulturen weg. Wir können sie danach nicht mehr nehmen. Also es kann sein, dass eine Wunsch... Kultur, wenn wir jetzt die Byzantiner haben wollten, dass die gleich weg ist und wir gucken blöd. Aber es hat einen Vorteil, wenn wir jetzt schon switchen würden, wir würden jetzt schon ins Mittelalter gehen, würde jeder Stern, den wir jetzt hier noch verdienen könnten, wie zum Beispiel, was ist denn gerade knapp, der Ästhetenstern. Wir kriegen in 3-4 Runden den Ästhetenstern für Einfluss, den wir gewonnen haben und damit auch die damit verbundenen 63 Ruhmpunkte. Die würden wir nicht kriegen, wenn wir jetzt schon switchen würden. Man muss also auch gucken, lohnt sich das schon? Beziehungsweise kann man noch ein bisschen warten? Kann man die Ruhmpunkte mitnehmen? Denn die Ruhmpunkte sind auch gar nicht unwichtig. Wir gehen das Spiel hier mal durch und sagen, die 300. Runde ist absolviert. Und kein anderes Spielziel, wie zum Beispiel Zerstörung aller Gegner. Oder das Weltraumrennen. Oder keiner hat alle Technologien erforscht. Bis zur 300. Runde. Wenn das nicht passiert, zählt nämlich als Sieger derjenige, der die meisten Ruhmpunkte hat. Und wenn wir immer gucken, dass wir nur möglichst schnell die ganzen Epochen durchschreiten quasi, verlieren wir auf dem Weg sehr viele Ruhmpunkte. Und das würde uns dann nachher eventuell, ob es so ist, ich weiß es nicht, ich war noch nie so weit, aber es könnte uns unterm Strich den Sieg kosten. So, wir werden uns noch ein bisschen Zeit lassen, alleine wie gesagt aufgrund der Amphitheater, die wir bauen wollen. So, ihr seid schon am Plündern dran? Ne, seid ihr nicht. Dann fangt ihr damit mal an. So, jetzt. In 3 Runden sind die fertig und dann wird das auch direkt eingegliedert. Hoffe ich zumindest, dass wir uns das leisten können. Wäre schön. So, ihr baut schön fleißig. Die Hunnen erreichten mit der Aztekenkultur die Epoche Mittelalter. Okay, das sind unsere Freunde. Die sind vor uns. Das waren die Orangenen. Okay. Befestigungsanlagen erforscht. Okay, dann gucken wir mal gerade, was wir als nächstes erforschen. Machen wir die Handelsexpedition, einfach um auf dem aktuellen Stand zu sein. Aber die Hunnen sind jetzt Azteken. Okay. Also generell als... als Info, die Hunnen hatten ja diese Kavallerieeinheit, die Hunnischen Horden. Die dürfen sie jetzt auch weiter bauen und weiter ausbilden. Sie haben jetzt als nächste Einheit quasi, das sind die Jaguar-Krieger, das sind sehr starke Schwertkämpfer. Also eine Nahkampfeinheit zu Fuß. Müssen wir also aufpassen immer. Er hat quasi jetzt rein theoretisch hätten wir bald Krieg und er könnte die bald schon auch ausbilden, weil er die Technologie schon hat. Hätte er gegen unsere Phalanxen eine passende Einheit, um diese zu töten. Also da müssen wir aufpassen. So, Epochensterne freigeschaltet, da ist er schon, der Ästhetenstern. Wären wir eben schon rübergegangen ins Mittelalter, hätten wir den nicht mitgenommen. Zum Beispiel schon mal, von daher schon mal nicht schlecht. Müssen aber wie gesagt gucken, dass wir nicht zu lange warten. Weil nicht, dass wir nachher, wir machen das mal kurz gerade, wundersame Tiere, da geht es um die Ratten, um Rattenbefall. Wir gehen in Richtung Fortschritt ganz unten. Wenn wir jetzt auf die Katzen gehen würden, würden wir das Kästchen Richtung Tradition bewegen. Und wir wollen eher Richtung Forschung, weil Tradition gibt uns mehr auf religiöse Kraft und wir wollen aber eher wissenschaftlich stärker werden. Von daher gehen wir da drauf. So, von daher, das wollte ich gerade noch erzählen, muss man immer so ein bisschen abwiegen, was gerade wichtiger. Geht man schon rüber in die nächste Zeit? Wartet man noch so ein bisschen? Nimmt man die Punkte noch mit? Kann man das sich gerade erlauben, überhaupt zu warten, weil man eventuell bald einen Krieg hat? Und man muss gucken, dass man schon auch die passende Gegnereinheit hat oder die passende Kontereinheit für den Gegner. Oder man möchte zum Beispiel, man hat ein Riesenproblem, was die Produktion angeht und man geht davon aus, dass vielleicht ein gegnerisches Volk genau das... genau die Kultur wegnimmt, die man bräuchte, um sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Das ist immer so ein bisschen schmaler Grat. Mythen und Monster aufklären. Was bringt uns das? Wir gehen Richtung Fortschritt. Das wollen wir. Gerade darüber gesprochen. Plus 5 Wissenschaft für 10 Runden. Das wollen wir erst recht. Und hier ist ja ist immer wieder der Kampf zwischen Glaube, andersrum Glaube und Wissenschaft. Wir gehen auf Aufklären. Und werden hier unsere Phalanx stationieren. So. Wie weit seid ihr hier unten? Eine Runde noch, okay. Thestos, wir können hier noch ein Amphitheater bauen. Dann schauen wir gerade mal. So, wo macht es Sinn? Wir müssen immer dran denken, immer rundrum soll was gebaut werden. Hier vorne haben wir schon eins, weil das zu einer anderen Region gehört. Nämlich zu der Alderamin-Region.
Das heißt, wir setzen unser Amphitheater genau daneben. Damit kommen nämlich beide die Bonis zusammen ab. Und da die beiden Bezirke ja selber auch als Bezirk gelten, bekommt auch das Amphitheater hier oben den Bonus für das untere. Also die helfen sich quasi gegenseitig. So, plündern erfolgreich, das ist gut. Handelsexpedition erforscht, das ist sogar noch besser. Und dann gehen wir direkt auf die Handwerkskunst. Ich glaube, wobei ist es gerade egal, ob wir Handwerkskunst oder Eroberung zuerst machen. Machen wir erst Handwerkskunst, weil wir kümmern uns ja gerade eh um die Amphitheater und können nichts anderes in den Städten bauen. So, ihr habt geplündert. The first ransack. I wouldn't call it elegant. Wir haben in der 99. Runde das erste Mal irgendwas geplündert vom Gegner. Also ich bin, was Plündern angeht, überhaupt nicht irgendwie zielstrebig, beziehungsweise bin ich da gar nicht hinterher. Vielleicht gar nicht gut, weil man bekommt ja auch viel Gold dadurch und man schadet dem Gegner. Aber irgendwie, was Plündern angeht, bin ich irgendwie gar nicht drin. Weiß ich nicht warum. So, auch San Lorenzo können wir noch eins bauen. Sogar zwei rein theoretisch. Aber ob wir beide bauen können, beide bauen werden, weiß ich noch nicht. Aber das wären 12 Runden. Ob wir 12 Runden noch warten werden. Der Grüne ist zum Beispiel auch schon fast in der nächsten Zeit. Überlegen wir uns gleich. So. Wir werden unser Viertel... Warum will er das hier haben? Ja gut, wir könnten hier rundherum Produktionsviertel bauen in Zukunft oder Handwerksviertel. Oder warte mal, hier unten ist auch was Gutes. Ne, wir machen es hier hin. Ja. Hier werden wir Marktviertel bauen für mehr Geld um dieses Luxusgut rum. Oben drum dann Miedeviertel. Zumindest halt auf Zeit, ne? So, Bevölkerung von Duokorigalzu ist auf 5, das ist gut. So, hier können wir uns auch noch ein Amphitheater leisten. Dann mal Abmarsch. Machen wir direkt hierhin. So, 9 Runden. Wir können das direkt kaufen. Können wir uns noch eins leisten? Ja, da oben, ne? Ja, wir kaufen das. So. Und bauen hier oben gleich das nächste hin. Wir müssen langsam fertig werden. Wir dürfen auch nicht zu lange da brauchen. Sonst sind die Kulturen, die wir da haben wollen, weg. Okay. Hier oben wird immer noch nichts produziert vom Gegner. Wie sieht das aus? Er hat schon wieder 99 Kriegsunterstützung. Der Aztek hat sich auch aussehensmäßig jetzt ein bisschen verändert, logischerweise. Ah, kann natürlich auch gut sein, dass er uns bald wieder angreift. Ich meine, soll er machen, ne? Uns juckt das jetzt nicht so, aber rein theoretisch. So, gucken wir mal eben. Wir werden am besten auf den Vorposten hier gehen, auf diesen Vorsprung. 12, 3, 8, 7 ist nicht schlecht. 6, 11, 6, 11, 8, 7... Ah, gehen wir auf A611 in die Mitte hier rein. Das können wir uns auch verteidigen, falls irgendwas kommt von unten. Und von oben ist der Weg immer nur sehr eng. Ein Weg gerade mal frei quasi, wo man angreifen kann. Machen wir es da oben hin. Und dann gliedern wir das direkt ein. So, mach mal. So. Und schon haben wir ohne Krieg ihm noch ein Gebiet weggenommen. Er produziert hier übrigens irgendwas. Ach, Speer. Ja gut, das soll uns mal nicht jucken. Ne? Er rodet da seinen Wald weg. Soll er machen. Ist ja sein Gebiet noch. Von daher ist das okay. So, die Maya haben die Epoche Altertum erreicht und sich ihrer Traditionen bewahrt. Okay, die sind also auf ihrer, in ihrer Kultur geblieben. Bekommen dafür jetzt... Die kriegen ja keine neue Spezialeinheit. Sie haben ja nichts Neues jetzt. Dadurch bekommen die plus 10% Ruhm bei jedem Stern, den die jetzt verdienen. Also rein theoretisch kann man auch mit Ägyptern zum Beispiel mit dem ersten Volk das ganze Spiel durchspielen. Kriegt natürlich auch nie eine neue Einheit und nie einen neuen Bezirk. Dafür aber immer mehr Ruhm. Die Bevölkerung von Mykene ist aufgrund der geringen Wachstum, geringen Nahrung auf minus 1 runtergefallen. Okay. Ressource verkauft. Wir bauen auch hier erstmal weiter. Wir machen jetzt hier noch kein Wunder, Fräulein. Geht erstmal hier. Ah. Wo machen wir es hin? Hier oben drauf? Warum will er das hier haben? Weil hier unten schon zwei Viertel sind, zwei Bauernviertel. Wir machen es aber hier oben hin. Oder? Ja, das eigentliche Feld ist schwächer. Wir machen es hier hin. Und bauen dann hier ein Spieleviertel hin. Hier oben auch. Und da machen wir ein Bauernviertel zum Beispiel hin. Und dann passt das. Also generell, hier werden wir das Amphitheater bauen. Und nach 6 Runden, ich glaube, dann werden wir auch irgendwann wirklich mal switchen. Wir können jetzt hier nicht Ewigkeiten die ganze Zeit nur Amphitheater bauen. Das Ding ist halt, ich habe es vorher die ganze Zeit nicht gemacht. Und wir können schon. Schön. Ich habe es vorher halt aufgrund des Krieges halt nicht gemacht. Das war das Problem. Sonst hätten wir das schon lange. So, jetzt können wir die Phalanxen natürlich verschieben. Wir switchen die zu Mykene rüber. Lieber natürlich eine Stadt schützen als einen Außenposten. Abmarsch.
Wirkungsabnahme auch in San Lorenzo. Das gucken wir uns gleich an. In San Lorenzo haben wir zu wenig Nahrung. Wir müssen bald mehr Anbauviertel, mehr Bauernviertel machen. Wir sind nahrungsmäßig gar nicht mehr so gut dran. Und wir haben gerade mal 7 als Bevölkerung. Das ist noch nicht mal viel. Also nahrungsmäßig sind wir nicht so gut unterwegs. Da müssen wir bald mal dran. Oder vielleicht sogar eine Kultur auswählen, die, was das angeht, stark ist. Das können wir auch machen. Aber wir merken ja schon, wir haben in mehreren Städten da ein Problem. So, Phaistos. Auch noch ein Amphitheater. Komm, machen wir das noch eben fix durch. Eins machen wir noch hier. Ja, komm, wir probieren es. So. Wir machen es direkt hier hin. Der bekommt direkt den Bonus von diesen beiden Vergnügungsvierteln. Entschuldigung, von den Luxusvierteln. Und von der Stadt. Passt also ganz gut. Und ich glaube, danach werden wir noch switchen. Und vielleicht wäre es wirklich eine Idee, eine Kultur zu nehmen, die uns nahrungsmäßig vorantreibt. Fortschrittlich sind wir ja jetzt beziehungsweise Wissenschaftler gesehen. Oder wissenschaftmäßig. So, Gott, was ein Zungenbrecher, wie bekloppt ich gerade bin. Wissenschaftsmäßig wären wir ja so langsam besser. Wir haben ja mittlerweile schon mal 200. Am Anfang der Folge hatten wir 100. Es kommt also langsam voran. So, Eroberung. Abmarsch. Was kommt hier? Noch 700 Money, dann bekommen wir noch einen Händlerstern. Die sollten wir vielleicht sogar noch abwarten, weil 5 Runden müssen wir eh noch warten. Osmoseereignis, was ist hier los? Aufgrund des Austausches der Bewohner dieser Stadt mit dem Nachbarreich der Azteken verlangt eure Bevölkerung nach einer Änderung der Verordnung unabhängiger Völker. Ja, wir machen es. Wir wollen jetzt gerade eh nichts ändern. Ja, ist das. Man hat ja eigentlich das, den. Ach so. Wir zahlen gerade 50% weniger auf Armee anheuern. Gut, das ist uns doch egal. Wir wollen doch eh keine Söldner. Also von daher erlassen wir das. Das juckt uns nicht. Gut. So, die sind gleich angekommen. Dann werden wir mit denen Mykene covern. Weil das natürlich, haben wir ja selber gemerkt, dass die Zone hier sehr, sehr doof ist. Da müssen wir auf jeden Fall Soldaten dran haben, solange wir noch eine Grenze haben. Oh, er hat mittlerweile sogar den Stadtstand eingenommen. Das war eben noch ein unabhängiger Stadtstaat. Aber gut, war klar. Er muss sich ja irgendwie auch wieder versuchen, so ein bisschen in die Spur zu bekommen. Sonst irgendwas anderes passiert hier? Nee, ne? Nee. So, gewählte Kultur. Die Goten erreichten mit der Mongolenkultur die mit Epoche Mittelalter. Okay. Und in Europa wieder um eins zugenommen, das ist gut. Und wo wir gerade da hingucken. Wie viel brauchen wir? 1530, also noch 4-5 Runden, dann können wir auch diese Region angliedern. Und wir haben jede Region in unserem Reich einer Stadt angegliedert. So, San Lorenzo. Immer noch ein Amphitheater. Mensch, wie viel brauchen wir denn noch? Wir gehen in die obere Richtung. So. Was kostet das? 2900. 6 Runden. Na, vielleicht kaufen wir das nahe zu Ende. Ich will eigentlich in 5 Runden rüber. Was kommt hier noch? Eine Erforschung noch, eine Wissenschaft noch. Dann bekommen wir auch noch mehr Ruhmpunkte. Und dann ist es auch langsam wirklich mal gut. Wir müssen langsam wirklich rüber. Komm, 5 Runden, danach gehen wir in die nächste Zeit. Was nehmen wir mit? Hierarchie im Heer. Plus 1 verfügbare Einheitenplatz in einer Armee. Das ist sehr, sehr gut. Reichsgewalt, Hauptstadt verlegen. Das interessiert uns nicht. Vergnügungsviertel ist sehr, sehr wichtig. Und Zollanlage für mehr Geld. Minus 10% auf Geldkosten aller Ressourcen beim Kaufen einer Ressourcen durch Handel. Das machen wir momentan nicht. Quadrireme. Okay, wir gehen erstmal auf die Reichsgewalt. Einfach um die Stabilität weiter zu pushen. Gebiet, Algol zu neuer Religion konvertiert. Wie sieht das eigentlich aus? Ja, schaut mal. Unsere Religion ist hier ganz klar auf dem Vormarsch. Und kulturell sind wir auch stark. Kulturell sind wir auch gut. Was ist hier los? Achso, das ist das Weltwunder. Ich dachte gerade, was steht da? Okay. Na, heute ist sehr, sehr viel Stadtmanagement. Wenig Kampf, aber das wird demnächst sich wieder ändern wahrscheinlich. Das ist nochmal zwischendurch so. Die Phalanx lassen wir stehen. Das haben wir ja gesagt. Was haben wir hier? Herbei, oh ihr Gläubigen, die Religion des Reiches befindet immer mehr Anhänger. Einige praktizieren ihren Glauben mit von Priestern geleiteten Zeremonien, während andere unabhängig anbeten. Es ist an der Zeit, einem von beiden euren Segen zu erteilen. Okay. Schaltet Aktion Umzug frei. Gebt Geld aus, um die Stabilität in der Stadt zu erhöhen. Nee. Minus 30% auf religiöser Bezirk. Industriekosten. Das finde ich schon mal besser. Hier gehen wir in Richtung Produktion. Und was wäre hier? Mehr Geld. Ja, ich finde eigentlich Produktion schon besser. Aber wir nehmen trotzdem, weil das ist minus 30% auf religiöser Bezirk. Das nehmen wir mit.
Das nehmen wir mit. Da können wir nämlich hier diese heiligen Städten viel schneller bauen. So, Tempel der Artemis gebaut. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Okay. Also wir haben uns heute auf jeden Fall schon mal, was die Städte angeht, schon wieder sehr viel verbessert. Also sehr verbessert generell. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Die Einstellung hat sich geändert bei den Unbekannten. Ja, ich kenne die noch gar nicht. Warum haben die sich jetzt hier eine Meinung über uns schon gebildet? Sehr interessant. Wie sieht das aus? Okay, wir haben gerade Ruhe. Es sind mittlerweile schon 3 Völker rübergeswitcht ins Mittelalter. Beziehungsweise 4, der Schwarze auch schon. Der ist fast schon in der Neuzeit, ne? Boah. Der geht richtig ab, der Schwarze. Der Schwarze, wo war der nochmal? Ach, den sehen wir noch nicht. Okay. Ich dachte schon. So, in eine neue Epoche, das machen wir gleich. Die Priester der Natur. Durch die vielen Felder haben wir großes Wissen über Pflanzen errungen, die uns in puncto Gesundheit, Ernährung und Medizin helfen. Es herrscht Frieden und das Reich ist stabil genug. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um den Status der Weisesten aller Brüder und Schwestern offiziell zu machen. Möchtest du eine solche Vereinigung gründen? Was kriegen wir denn hier? Grausam, das wäre +1 Kampfkraft. Das interessiert uns gerade gar nicht, weil wir keinen Krieg haben. Hier ist es auf +10 Nahrung, das nehmen wir mit. Wir haben ja eh generell so ein kleines Nahrungsproblem. Und ich denke mal auch, dass unsere nächste Kultur uns da so ein bisschen helfen wird. Da müssen wir mal schauen, ob wir da was Passendes finden. So, 5 Runden würden wir jetzt noch brauchen. 3 Runden bräuchten wir noch für die Wissenschaft. Baumeistersterne. Wo würden wir das denn hinbauen? Da oben. Das ist das letzte, glaube ich, ne? Vielleicht haben wir es überall geschafft. Glaube ich, oder fast überall. Machen wir das oder machen wir es nicht? Ne, wir machen es nicht mehr. Wir fangen hier lieber an schon und gehen auf die Forschungsviertel. Wenn wir jetzt anfangen, nochmal 5 Runden zu warten, dann warten wir irgendwann nochmal 6 Runden. Ne, wir müssen gleich rüber. Da gibt es den nächsten Epochenstern für die Händlersterne und für die Baumeistersterne. Sehr schön. Eine Runde noch, ja, genau. Und in 2 Runden springen wir in die nächste Zeit. So, auch hier ist es fertig und man sieht, wir haben in dieser Stadt quasi, in diesen Regionen, überall die Amphitheater gebaut. Jetzt könnte man rein theoretisch hingehen und die Forschungsviertel dran bauen oder Schmiedeviertel etc., um die halt zu boosten. Damit fangen wir auch direkt quasi an. Wo machen wir das? Hier oben fangen wir an. So. Produktion. +1, +1. Die geht immer mit, hier müssen wir eher mit Anbauvierteln dran, ne? Ja, +5. Weil wir am Flüssen generell viel Nahrung haben. So. Oh. Pardon. Da ist das Amphitheater, nicht da oben. Hoppala. So. Hier können wir die nämlich anbauen. Okay. So. Und man hat auch gerade gesehen, ich mache mal noch eins. Wenn wir jetzt hier eins hinbauen, ich mache mal gerade weg. Schaut mal, hier haben wir eine 8 gerade gehabt. Und wenn wir jetzt eins hinbauen, haben wir +10. Also wir kriegen für jeden Bezirk drumherum nochmal einen Bonus. So. Okay. Bessos. Auch hier. In dieser Stadt haben wir auch alle Amphitheater hinbekommen. Also wir haben wirklich fast alles hinbekommen, was wir wollten. Wir müssen natürlich so lange wieder auf die Stabilität achten, denn das wird mittlerweile ganz schön eng. Aber wir sind mit dem, was wir wollten, heute durchgekommen und gut durchgekommen. Den Händlerstern haben wir auch bekommen. Und wir sind bei 2550 Ruhmpunkten. Mittlerweile auf Platz 2, sind also ganz schön nach vorne marschiert. Ästhetensterne, das wären nochmal 3 Runden, ne? Es juckt immer direkt, ne? Es juckt immer, komm, 2 Runden wartest du noch. Aber eine Runde müssen wir eh noch warten. Wegen der Forschung. Die Maurier erreicht mit der Frankenkultur die Epoche Mittelalter. Ja, die Franken habe ich zum Beispiel auch gerne gespielt. Die haben einen hohen kulturellen Einfluss. Und einen guten Einflussbonus. Die Reichsgewalt erforscht. So. Was gehen wir als nächstes? Ich glaube, auf die Einberufung, um unsere Soldaten erstmal zu verstärken. Und vor allem hier, die Armbrustschützen sind wichtig für uns. Weil wir laufen ja momentan nahezu ohne Fernkampfeinheiten rum, weil wir ja noch wer war das denn? Die Olmeken, diese schwachen Speerwerfer hatten. So, da ist der Wissenschaftlerstern, jetzt haben wir 2700 Ruhmpunkte. Auch hier können wir keinen mehr bauen, kein Amphitheater. Wir sind also gut durchgekommen, wirklich. Wir sind sehr, sehr gut durchgekommen. Sehr, sehr gut. Eine Runde noch, danach switchen wir rüber. Wir machen aber für heute erstmal einen Cut. Das machen wir morgen. Und morgen werden wir damit anfangen, ins Mittelalter zu switchen und gucken, welche Kultur uns da gefallen wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir da eventuell in Richtung Nahrung gehen
um unsere Städte auf Vordermann zu bekommen. Aber das gucken wir uns morgen in aller Ruhe an. Okay, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Abonniert den Kanal, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert hattet. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.